Eine technische Revolution verändert die Welt. An die Stelle der Werkzeuge und Waffen aus Stein treten solche aus Bronze. Und Kreta wird zur Wiege der europäischen Kultur. Göttervater Zeus selbst zeugte Kretas ersten König Minos mit der Prinzessin Europa, die er in Gestalt eines Stieres entführte. Der Fluch des Meeresgottes Poseidon trifft die Gattin des Minos, Pasiphae. Sie verfällt in Liebe zu einem Stier und empfängt von ihm einen Sohn, halb Mensch, halb Stier, den Minotauros. Und der König versteckt den gehörnten Stiefsohn in einem Labyrinth. Von dem ihm unterlegenen Athen fordert Minos Blutopfer für das gefräßige Ungeheuer. Alle 9 Jahre werden 7 Jungfrauen und 7 Jünglinge Athens dem Minotauros zum Fraß in das Labyrinth geschickt, das der Erfinder Daedalus gebaut hat. Da mischt sich Theseus, der Sohn des Athenerkönigs Aegeus, unter die Jünglinge, die als Opfer nach Kreta gesandt werden. Er will das Ungeheuer töten und bei seiner Heimkehr weiße Segel setzen, dem Vater zum Zeichen, dass er den Minotauros besiegt habe. Sollte er jedoch tot sein, werde die Flotte mit schwarzen Segeln zurückkehren. Nach Süden übers Meer fahren die Schiffe in das geheimnisvolle minoische Reich. Die Todgeweihten betreten, von Theseus geführt, kretischen Boden. Scheinbar endlos dehnt sich die Straße vom Hafen bis zum Palast von Knossos. Wie oft schon waren junge Menschen wie sie über das gleiche Pflaster gegangen, das entsetzliche Schicksal vor Augen. Von neugierigen Minoern werden die Athener empfangen. Breite Treppen vor dem Königspalast bilden eine Freilichtbühne. Hat hier die Tochter des Minos, die blonde Ariadne, Theseus zum ersten Mal gesehen und sich in den Helden verliebt? Die Athener geben jede Hoffnung auf. Noch nie haben sie so gewaltige Bauwerke gesehen, noch nie so riesige Hallen, verwirrende Gänge, Treppen, die in die Tiefe führen, zu einem rituellen Baderaum. Sollen sie hier vorbereitet werden auf ihren Tod? Am Morgen der Opferung werden die jungen Athener in feierlicher Prozession zu jenem Labyrinth geführt, dem noch kein Mensch lebend entkam. Ein verwirrendes Schattenreich, gekennzeichnet mit der Doppelaxt. Das Wort Labyrinth kommt vom altgriechischen Labrys, Haus der Doppeläxte. Hier erwartet der fürchterliche Minotauros auf seinem Thron die Opfer. Keiner, heißt es, kann ihm entrinnen. Das Gebrüll des Stiermenschen lässt die Herzen der Athener erstarren. Doch auf Rat des Daedalus gab Ariadne ihrem geliebten Theseus ein Wunderschwert und ein rotes Wollknäuel. Furchtlos tötet er ihren Halbbruder Minotauros und findet am roten Faden entlang wieder in die Freiheit. Mit Ariadne an Bord stechen die Athener in See. Auf Naxos machen sie Rast. Der eifersüchtige Gott Dionysos versetzt Theseus in einen tiefen Rausch, um ihm die junge Braut zu rauben. Aus Trauer über den Verlust Ariadnes lässt Theseus schwarze Segel setzen. Ägäus, Theseus' Vater, sieht die schwarzen Segel nahen. Da stürzt er sich aus Kummer vom hohen Felsen ins Meer, das seither das Ägäische genannt wird. Noch heute scheint auf Kreta die geheimnisvolle Vergangenheit lebendig zu sein, als hätte die Geschichte sich seither kaum bewegt. Schon im goldenen Zeitalter Kretas waren die Wälder gerodet worden, Bauholz für Schiffe und Paläste. Die Landschaft gehört den Herden. Sie geben Fleisch und Milch, Leder und Wolle. Die Jahreszeiten bestimmen den Lebensrhythmus der Menschen, die immer gleichen Handgriffe seit alters her. Die Herren der Insel lösten einander ab. Die Lage zwischen Asien, Afrika und Europa machte Kreta zur begehrten Beute der Strategen. Römer, Byzantiner, Araber, Venezianer und Türken hinterließen ihre Spuren. Erst zu Beginn unseres Jahrhunderts, nach der Unabhängigkeit Kretas vom Osmanischen Reich, begannen die Archäologen, in die Schichten der kretischen Vergangenheit vorzudringen. In Knossos legte der Engländer Arthur Evans mit 150 Mitarbeitern fast 1500 Räume, Säle, Gänge und Höfe frei, die alle zu einem einzigen Gebäudekomplex gehörten, dem Königspalast. Die Architektur ist so verwirrend, dass Evans überzeugt ist, das Labyrinth des Minotauros entdeckt zu haben. Mit viel Fantasie versucht er, die verschütteten Bauten zu rekonstruieren. Zement und Steine müssen dabei die ursprünglichen Säulen und Decken aus Holz ersetzen, die sämtlich verbrannt sind. Langsam nimmt so die versunkene Kultur wieder Gestalt an. Erst die Technik der Computeranimation ermöglicht es, uns eine Vorstellung von der Größe und Pracht des Baues zu geben. Durch mächtige Eingangsportale gelangen wir in den Innenbezirk des Palastes. Um den großen Zentralplatz sind Repräsentationsgebäude und Heiligtümer gruppiert. Der Verwaltungstrakt, Vorratshäuser, Schatzkammern und die Werkstätten. Hier laufen die Fäden des minoischen Reiches zusammen. Feinde scheinen die Kreter nicht zu fürchten. Das Zentrum der Macht hat keine schützende Mauer. Selbstbewusstsein tragen die Männer in Knossos zur Schau. Die Frauen lieben Eleganz und Schmuck. Heitere Motive zieren die Wände, Blumen, Tiere, eine harmonische Welt. Keine bewaffneten Helden, keine Verherrlichung des Krieges. Der für seine Arbeit geadelte Sir Arthur Evans widmet diesem geheimnisvollen Ort 40 Jahre. In der Erde findet er Wände aus Marmor, Fußböden aus Alabaster. Den erstaunlichen Luxus der minoischen Kultur etwa 1500 Jahre vor Christus. In den Privatgemächern der Priesterkönige war Badekomfort selbstverständlich. Geschickt konstruierte Treppenhäuser hatten die Wirkung von Klimaanlagen. Lichtschächte sorgten für gedämpfte Beleuchtung. Neben Wasserleitungen aus Tonrohren fand Evans unter den Böden ein ausgeklügeltes Abwassersystem für Toiletten und Bäder. Regenwasser, das sich in den Höfen des Palastes sammelte, wurde in einer gesonderten Kanalisation gefasst und nach außen geführt. In den Magazinen standen 400 Vorratsgefäße für Öl, Getreide, Honig und Wein. Diese Tonfigur fand sich in unterirdischen Schatzgruben. Eine Priesterin mit heiligen Schlangen oder die Göttin der Fruchtbarkeit? Wer trug diesen Ring? War er das Siegel königlicher oder priesterlicher Würde? Rätselhaft auch dieser Alabasterthron. Hielt der König auf ihm Audienz? Zelebrierte die Schlangengöttin auf ihm ihre Opferrituale? Sah so der Thron des Minotauros aus? Und immer wieder das Abbild des Stieres. Mächtige Skulpturen von Stierhörnern krönen die heiligen Stätten. Der Stier als Wächter. Magisches Zeichen. Auch einer der wertvollsten Funde, die in Knossos gemacht wurden, stellt den Stier dar. Mit vergoldeten Hörnern und mit Augen aus Bergkristall. war er das Bild eines Gottes, den die Kreter verehrten und den erst die Sage der Griechen zum grausamen Ungeheuer werden ließ? Manches deutet darauf hin, wie dieses Wandfresko. Es erzählt die Geschichte von halsbrecherischen Spielen mit dem starken Tier. Tollkühne Akrobaten hechten im Salto über seinen Rücken. Im Stierkult ist ein alter Mythos verborgen, dem die Bändigung und Zähmung des wilden Rindes, des Auerochsen, zugrunde liegt. Die Unterwerfung der Natur durch den Menschen. Seit Urzeiten gelten Kraft und Wildheit des Stieres als Symbol göttlicher Macht und immer wieder haben Menschen sich mit ihr gemessen. Um ihre todesmutigen Sprünge zu überleben, müssen die kretischen Stierakrobaten hervorragend trainiert gewesen sein. In Spanien haben sich die Reste des Stierkultes bis heute erhalten. Das umjubelte Gemetzel in der Arena hat freilich fast alle ursprünglichen Bezüge verloren. Es geht nicht mehr um die Begegnung mit dem Göttlichen. Es geht nur noch um die Vernichtung eines Tieres. Wenn sich Toro und Torero begegnen, ist der Stier bereits so geschwächt, dass er gegen einen erfahrenen Kämpfer kaum eine Chance hat. Das blutige Ende ist Programm. Das Publikum feiert einen erbärmlichen Sieg. Auch der verwundete Stier allerdings bleibt gefährlich. Unterschätzt der Torero den Gegner, macht er eine falsche Bewegung, lässt ihm der Stier keine Chance. Für einen spanischen Stierkämpfer ist undenkbar, dem Tier unbewaffnet gegenüberzutreten, wie es in Kreta Sitte war. Für die minoischen Springer konnte der geringste Fehler tödlich sein. Vielleicht entstand so die Sage vom menschenfressenden Minotauros. Der natürliche Reichtum Kretas und eine geschickte Wirtschaftspolitik ließen den Handel blühen. Eine starke Flotte aus Ruderseglern überquerte das Meer bis zu dem reichen Nachbarn im Süden, Ägypten. Die minoischen Händler fuhren den Nil flussaufwärts bis zur sagenumwobenen Stadt Theben. Sie sahen die heiligen Tempel von Karnak. Sie waren überwältigt von der Pracht riesiger Säulenhallen. Sogar die gewaltigen Paläste ihrer Heimatstädte Knossos, Phaistos, Malia und Kato Zakros waren kleiner. Kein Bildnis ihrer Könige erreichte die erhabene Größe der gigantischen Pharaonen. Die Kreter lernten schnell. Vergleichbare Grundrisse dreischiffiger Tempel, wie sie den Göttern Isis, Osiris und Hathor errichtet waren, haben Archäologen auch in späteren kretischen Palästen wiedererkannt. Und mit den architektonischen kamen religiöse Einflüsse Ägyptens auf das minoische Kreta. Niemals kamen die Kreter mit leeren Händen nach Ägypten. Die verwöhnten Pharaonen bestaunten die dünnwandige, reich verzierte Keramik aus kretischen Töpfereien. Keftiu hießen die Kreter in Ägypten. Sie waren angesehen und beliebt. Sie kamen nicht mit Kriegsschiffen, wollten keine Beute machen, sondern Handel treiben. Plötzlich aber verschwindet der Name Kretas aus den Papyrustexten der ägyptischen Geschichtsschreiber. Was war hier um 1500 vor Christus geschehen? Darüber rätseln Archäologen weltweit bis heute. Dem deutschen Forscher Hans Wunderlich stellte sich die Frage nach dem Untergang der minoischen Paläste nicht. Für ihn war Knossos schon immer ein riesiger Friedhof. Stierhörner galten ihm als ein Symbol des Todes. In Prozessionen wurden die Toten zur letzten Ruhe geleitet, nach ägyptischem Vorbild einbalsamiert. Kein Ort der Macht also, ein Ort der Trauer, der Stille? Wenn dies das Zentrum eines Totenkultes war, wo befand sich dann der Palast der minoischen Könige? Wunderlichs These ist heute widerlegt. Archäologen fanden unweit der Paläste in zahllosen Grabhöhlen die Asche der Toten aus minoischer Zeit. Höhlen galten den Kretern als heilige Orte. Hier waren sie den unbezwinglichen Kräften der Natur nahe, dem Inneren der Erde. Dem Zeus-Mythos zufolge wurden auch Götter in Höhlen geboren. Die Eleitia-Höhle war, wie die Funde in ihr beweisen, schon vor 5000 Jahren ein Ort des Kultes. Unheimlich tauchen im Licht der Fackel in der Tropfsteinhöhle die Scherben zerbrochener Opferschalen auf. Vor Jahrtausenden den Göttern geweiht. Fundstücke beweisen, auch der Schlangengöttin wurde hier gehuldigt. Dieser Stalagmit, ein phallisches Fruchtbarkeitssymbol, steht im Zentrum des Kultplatzes. Eine niedrige Mauer umfasst das Heiligtum. Bis heute hält sich die Legende, schwangere Frauen hätten mit ihrem Leib den Stein berührt und um eine glückliche Niederkunft gebetet. Auch der Berg Ida gilt den Kretern als Heiligtum. In einer Höhle bis weit in den Sommer mit Schnee bedeckten Massivs sei, so geht die Sage, der Göttervater Zeus zur Welt gekommen. Nicht weit vom Berg Ida liegen die Ruinen von Phaistos, nach Knossos, dem bedeutendsten Palast der Insel. Auch er wurde 1450 vor Christus durch eine rätselhafte Katastrophe zerstört. Eine kleine Tonscheibe, die hier gefunden wurde, erwies sich als archäologische Sensation. Das erste Dokument einer europäischen Schrift. Bis heute kann die eingravierten Zeichen niemand entschlüsseln. Ihre Bedeutung bleibt im Dunkel der Geschichte verborgen. Alles, was man bisher über die Botschaft weiß, die uns auf dem Diskus von Phaistos überliefert wurde, ist, dass die in Form einer Spirale einander folgenden Hieroglyphen von außen nach innen gelesen werden müssen. Ganze Gruppen von eingestempelten Zeichen wiederholen sich. So liegt nahe, an die rituellen Formeln eines Hymnus zu denken, der sein Geheimnis vielleicht auf ewig bewahren wird. Einen Blick in die religiösen Riten der Minoer erlaubt ein anderer Fund am Berg Juchtas, nahe bei Knossos. Grabungsberichte lassen die Rekonstruktion eines grausamen Geschehens zu, das sich in diesem ersten auf Kreta entdeckten Tempel zutrug. Hinter der Vorhalle öffnen sich Türen zu 3 Kulträumen. Im Mittelraum reihen sich Gefäße mit Opfergaben. Die Ausgräber finden auch Tierknochen in ihnen. Auf einem Podest vor der Altarwand steht ein Paar tönerner Füße, vermutlich der Sockel einer hölzernen Götterstatue, die verbrannt ist. Doch wie sah sie aus? Glich sie der Schlangengöttin aus Knossos? Auf einem zerbrochenen Gefäß im Vorraum des Tempels ist ein Stier abgebildet. Eine Blutschale für Tieropfer? Neben den Scherben die Überreste eines Menschen. War er ein Priester? Im rechten Seitenraum stoßen die Archäologen auf ein Ereignis, dessen Tragik unabweisbar ist. Am Altarblock sind eine Frau und ein Mann zu Boden gesunken. Auf dem Altar liegen Knochen und ein Opfermesser. Wurde hier im Augenblick einer Katastrophe noch ein Stier geopfert? Auf einem bemalten Sarkophag finden wir ein Abbild des Rituals. Die Priesterin trennt dem Stier, der auf den Altar gebunden ist, die Halsschlagader durch. Sein Blut fließt in ein heiliges Gefäß. Doch am Juchtasberg ging es nicht um Tieropfer. Gerichtsmediziner stellen fest, dass die Knochen auf dem Altar einem jungen Mann gehört haben. Warum aber ein Menschenopfer? Was sollten die Götter dafür gewähren? Es half nicht. Ein Erdbeben brachte den Tempel zum Einsturz, begrub Priester und Opfer unter den Trümmern. Danach werden Tempel und Paläste auf Kreta wieder aufgebaut, größer als zuvor. Und dennoch zerfällt das Reich der Minoer. Woran zerbrach es? Eine Spur führt übers Meer nach Norden. Etwa 120 Kilometer von Kreta entfernt liegt Santorin. Der sichelförmige Archipel ist Überrest eines riesigen Vulkans. Er muss regelrecht explodiert sein. Unvorstellbare Mengen Lava wurden in die Luft geschleudert. In der Erde entstand ein Vakuum. Die Insel brach in der Mitte ein. In den Krater drang Meerwasser ein und Santorin erhielt seine heutige Gestalt. Noch immer ist der Vulkan aktiv, bildet langsam neue Kegel, die Ruhe trügt. Jederzeit kann es zu einem neuen Ausbruch kommen. Das Leben auf so gefährlichem Inselboden verlangt Gottvertrauen und es hat Vorteile. Die besonders fruchtbare vulkanische Erde lässt auf den kunstvoll angelegten Terrassenfeldern einen berühmten Wein gedeihen. Die Besucher aus aller Welt suchen nicht die Zeichen der Zerstörung, sondern die Dörfer, die malerisch hoch über dem Meer am Rand des Kraters liegen. Nach einem schweren Erdbeben 1956 wurden sie wieder aufgebaut. Die heitere Gegenwart Santorins trägt in der Unterwelt der Insel das Gegenbild einer Vergangenheit voller Schrecken. Der griechische Archäologe Spiridon Marinatos entdeckte sie 1967 auf der Halbinsel Akrotiri unter einer meterhohen Schicht aus Asche. Eine untergegangene Stadt aus der Bronzezeit. Seit 30 Jahren wird sie ausgegraben. Akrotiri, so stellte sich heraus, ist eine kretische Niederlassung. Und ihr entsetzliches Ende ist für die Archäologen ein Glücksfall. Eine konservierte Kultur. Küchen und Werkstätten erzählen vom Alltag der Bewohner vor 3.500 Jahren. Selbst Getreidekörner und Olivenkerne fanden sich noch in Schalen und Krügen. Viele Häuser waren mit Fresken geschmückt, kretische Gesichtszüge, Priesterinnen. Auch dieser Jüngling trägt, so meinen die Forscher, seine Meeresbeute zum Altar. Die glanzvolle Kultur versinkt im Chaos. Die Erde bebt unter Akrotiri, Wände und Treppen werden von der Naturgewalt zermalmt. Dann bricht der Vulkan aus. Viele Forscher machten sich die Ansicht zu eigen, die Spiridon Marinatos als erster geäußert hatte. Der Vulkan auf Santorin habe 1500 Jahre vor Christus die minoische Hochkultur Kretas vernichtet. Über das Meer habe er seine Asche geschleudert und das Land vergiftet. Menschen und Tiere verhungerten. Dann explodierte der Berg und die ins Meer stürzenden Gesteinsmassen lösten eine riesige Flutwelle aus, heute Tsunami genannt. Sie raste übers Meer, zerschlug Kretas berühmte Flotte und riss die Hafenbefestigungen mit sich. Zwei Forscher, die Marinatos These bestreiten, sind die deutschen Geologen Hans Pichler und Walter Friedrich. Seit Jahren durchsuchen sie detektivisch den Krater. Bis zu 60 Meter hoch ist die Schicht aus Asche und Bimstein, unter der Akrotiri begraben wurde. Felsen wie diesen schleuderte die letzte große Eruption der Bronzezeit durch die Luft. Im Inneren des Kraters entdeckt Professor Friedrich eine vorgeschichtliche Siedlung. Ein klarer Beweis dafür, dass der Krater schon vor jenem Vulkanausbruch bestanden haben muss, der Kreta zerstört haben soll. Ein unscheinbarer Stein, für den Geologen ein Lesebuch. Wer genau hinsieht, entdeckt versteinerte Meeresschnecken. Also ist der von Meerwasser gefüllte Krater auf Santorin uralt und folglich kann es in der Bronzezeit keine Explosion mit einer Flutwelle bis an Kretas Küste gegeben haben. Mit neuen Daten simulieren die Forscher im Computer, was vor 3,5 Jahrtausenden tatsächlich geschah. Wasserdampfwolken über dem Krater kündigen den Ausbruch an. Die Einwohner flüchten von der Insel. Dann folgen schwere Explosionen. Heiße Asche und Bimstein werden 37 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschleudert. Der Wind trägt die Asche nach Südosten. Der Kraterschlot zerbricht, Wasser dringt ein und reagiert mit der brennenden Magmamasse zu einem brisanten Gemisch. Wie von einer Atomexplosion wird alles Leben auf Santorin ausgelöscht. Meerwasser stürzt in den Trichter der Eruption und tritt als kochende Schlammlawine wieder aus. Tödlich für Santorin, aber nicht für Kreta. Jahrtausende vergehen, bis Santorin seine heutige Gestalt bekommt. Die Geologen wollen es genauer wissen. Kletterpartien im Vulkangestein sind riskant, aber hier finden sich Überreste von Bäumen und Pflanzen, die von der glühenden Vulkanasche verbrannt wurden. In ihnen ist vielleicht die Antwort auf die Frage verborgen, in welchem Jahr die Insel zerstört wurde. An dieser Stelle können wir Holzkohle aus dem vulkanischen Gestein herausnehmen, das dann später im Labor untersucht wird. Die Proben aus Santorin werden in Dänemark analysiert. Die komplizierte Spurensicherung verlangt eine moderne Technik und genaue Untersuchungsmethoden. Die C14-Analyse ist nach dem radioaktiven Kohlenstoff 14 benannt. Aus der messbaren Zeit seines Verfalls kann auf das Alter organischer Stoffe geschlossen werden. Voraussetzung ist eine ausreichend große Menge des Testmaterials. Die aber war bei den Santorin-Proben nicht gegeben. So muss die Kernphysik den Geologen zur Hilfe kommen. Die winzigen Mengen verkohlter Holzreste aus der Kraterwand werden in Patronen eines Tandem-Akzelerators gepresst. Mit dieser gewaltigen Hightech-Maschinerie lässt sich tatsächlich der Zeitpunkt des Vulkanausbruchs genau bestimmen. Ein Ereignis, das 3,5 Jahrtausende zurückliegt. Ein unterirdischer Saal des Kernphysikalischen Instituts in Aarhus, von der Außenwelt durch meterdicke Betonmauern abgeschirmt. Hier läuft der Test an. Das Signal zum Start. Aus einem mächtigen Magnetfeld schießen elektrisch geladene Teilchen durch das Rohrsystem auf die Patronenkammer zu und treffen auf die Holzkohleproben. Beim Aufprall wird die Materie gezielt zertrümmert, sodass die Computer exakt die freigesetzten Kohlenstoffteilchen messen können. Die Geologen finden ihre Annahme bestätigt. Der Vulkan brach um 1650 vor Christus aus, 150 Jahre früher als bisher vermutet. Der Vulkan von Santorin kann Kreta also nicht zerstört haben. Das scheinbar aufgedeckte Geheimnis ist rätselhaft wie zuvor. Viele tausend Kilometer nördlich, im ewigen Eis von Grönland, wird bald darauf der endgültige Beweis für die dänischen Testresultate gefunden. Hier im Hochland steigen die Temperaturen nie über den Gefrierpunkt. Schicht auf Schicht lagert der Schnee sich ab und wird in der Tiefe zu Eis gepresst. 7 europäische Länder unterhalten die Forschungsstation GRIP. Um die Rätsel der Vergangenheit zu lösen, wird der 3200 Meter dicke Eispanzer Grönlands durchbohrt. Schneestürme und eisige Kälte machen den Forschern in der Station zu schaffen. Das extreme Klima zwang die Wissenschaftler dazu, eine spezielle Bohrtechnik zu entwickeln. In Kammern, die tief ins Eis gegraben wurden, arbeitete die Bedienungsmannschaft ein Jahr lang, bis fester Untergrund erreicht war. Die zutage geförderten Bohrkerne sind insgesamt 3 Kilometer lang und geben in hochkomplizierten Untersuchungen die Geschichte unseres Planeten preis. Klimaveränderungen, Eiszeiten. Die Forscher können in 200.000 Jahre Erdentwicklung zurückblicken. Auch Vulkanausbrüche in Tausenden von Kilometern Entfernung hinterließen in Grönlands Eis ihre Spur. Sauren Schnee, den die Messgeräte nachweisen können. Der englische Wissenschaftler nennt uns das Datum des Vulkanausbruchs auf Santorin, 1644 Jahre vor Christus. Für die Archäologen ist die Datierung sehr hilfreich. Mochlos an der Nordküste Kretas. Hier stand zur Zeit des Minoischen Reiches eine wohlhabende Handelsstadt. Die Reste der alten Hafenanlagen liegen heute unter Wasser. Auf einer vorgelagerten Insel arbeitet seit Jahren ein amerikanisches Archäologenteam. Im Sommer steigen hier die Temperaturen oft über 40 Grad. Professor Soles von der Universität North Carolina leitet die Ausgrabungen. Schicht für Schicht wird abgetragen und sorgfältig durchgesiebt, um auch kleinste Fundstücke nicht zu übersehen. Da gelingt Jeff Soles die entscheidende Entdeckung. Wir sind jetzt im Haus C1 im Raum mit dem Säulensockel. Als wir hinunter zum Fußboden des Hauses gruben, fand sich sehr schöne spätminoische Keramik, wodurch der Zeitpunkt des Hausbaus feststeht. Als wir dann unter dem Hausboden weitergruben, stießen wir auf diese dicke Schicht vulkanischer Asche aus Santorin. Wir haben einen Teil davon an seinem ursprünglichen Fundort belassen, damit Sie das hier sehen können. Die Schicht ist gut 10 cm stark und dehnt sich über den ganzen Boden unter den Hausmauern aus. Die Asche muss also vor dem Hausbau gefallen sein. Das Wichtige dieser Entdeckung ist die Festlegung des Vulkanausbruchs von Santorin im Verhältnis zu minoischen Keramikstilen. Der Vulkan muss ziemlich genau am Ende der ersten Hälfte der spätminoischen Epoche ausgebrochen sein und hat den letzten Teil dieses Zeitalters eingeleitet. Seit vielen Jahren erforscht auch der amerikanische Archäologe Philip Bettencourt die Vergangenheit Kretas. Er hat auf der Insel Psira eine Siedlung aus der Bronzezeit entdeckt. Bettencourts Grabungen bestätigen die neuen Forschungsergebnisse. Naturkatastrophen allein können Kretas Untergang nicht erklären. Bettencourt suchte weiter und fand Indizien für menschliche Gewalt. Der Raum, in dem wir uns jetzt befinden, war die Küche. Hier fanden wir Kochtöpfe an ihrem ursprünglichen Platz und auch die Steinmörser zum Mahlen von Getreidekörnern. Aber direkt vor dem Haus lag ein großer Haufen zerbrochener Vorratskrüge aus den umliegenden Wohnungen. Alles war rücksichtslos auf die Straße geworfen worden. Das gibt uns die Gewissheit, dass die Stadt durch Krieg zerstört wurde. Wir wissen aber nicht, ob es die Mykener vom griechischen Festland waren oder ob es einen Bürgerkrieg auf Kreta gab. Sicher ist, dass kriegerische Auseinandersetzungen Spuren dieser Art hinterlassen. Ein Krieg also? Nicht der Zorn der Götter traf das friedliche Kreta, sondern die Grausamkeit der Menschen richtete es zugrunde? Wer aber waren die Angreifer? Auf dem Peloponnes, der Halbinsel vor dem griechischen Festland, war den Minoern ein gefährlicher Konkurrent erwachsen, das Volk der Achäer. Religion, Schrift und Kunst hatten sie von den Kretern erlernt, doch in der Technik der Waffen waren sie ihnen überlegen. Von weitem schon künden die mächtigen Mauern der Burg von Mykene, hier herrscht ein kriegerischer Stamm. In den Königsgräbern von Mykene machte einst der deutsche Schatzsucher Heinrich Schliemann reiche Beute. Die goldene Maske eines Achäerfürsten, die sogenannte Agamemnon-Maske. Stammt dieses Gold aus Kreta? Goldene Becher und Geschmeide tragen die Handschrift kretischer Künstler, Handelsware oder Kriegsbeute. Haben die Mykener Kreta angegriffen und unterworfen? An Kretas Südküste, am Strand von Komos, stießen Archäologen auf Spuren der Achäer. Seit 18 Jahren durchsucht Professor Joseph Shaw aus Toronto die Sanddünen. Ungewöhnlich wie sein Grabungswerkzeug ist auch sein bedeutendster Fund: die Fundamente großer Schiffshallen, mykenische Architektur. Auch in Achiatriada wurde von den Achäern gebaut. Die große Treppe führt zu einer griechisch-mykenischen Marktstraße hinunter, wo jeder Händler seinen Laden hatte. Damals für Kreta eine Neuerung und bis heute in der Struktur des orientalischen Marktes erhalten. Bis nach Ägypten drang die Kunde von den neuen Herrschern auf Kreta. Im westlichen Theben richteten die Pharaonen ihre gewaltigen Totentempel auf die untergehende Sonne aus. Die Toten sollten in tiefen Grabkammern zusammen mit ihren Schätzen ungestört die Reise ins Jenseits antreten. Abseits der Herrscher wurden hier auch die hohen Beamten des Reiches bestattet. Über ihren Gräbern steht heute ein Felachendorf. Seine Bewohner entdeckten auf der Suche nach Schätzen unter den eigenen Häusern die Kammern der Toten. Der ägyptische Kanzler Rekhmire ließ schon zu Lebzeiten sein Grab prächtig ausmalen. Auf den Fresken sind ausländische Gesandte dargestellt, die der Kanzler am Pharaonenhof empfangen hatte. So können wir heute noch die kretischen Händler sehen, die wertvolle Geschenke überbringen. Kurz vor seinem Tod muss Rekhmire die Nachricht von den politischen Umwälzungen auf Kreta erhalten haben. So ließ er rasch die Gewänder der Kreter übermalen, im Stil mykenischer Tracht, wie Archäologen glauben. Ein gleichsam politischer Beweis dafür, dass die mykenischen Griechen das Erbe des Minoischen Reiches angetreten hatten. Aber mussten sie dafür die Insel erobern oder fiel ihnen die Herrschaft zu? Die griechische Archäologin Dr. Nano Marinatos nimmt an, dass die vielen Erdbeben in minoischer Zeit letztlich auch die Herrschaft der Priester in Frage gestellt haben müssten. Denn Priester, die nichts gegen Katastrophen ausrichten können, verlieren die Glaubwürdigkeit bei ihren Untertanen. Frau Marinatos schließt daraus, dass die Naturkatastrophen nicht direkt, sondern durch ihre gesellschaftlichen Folgen zum Untergang des minoischen Reiches beigetragen haben. Es war ein unheimlicher Ort auf Kreta, der Theseus und Ariadne zusammenführte. Möglicherweise liegt im Labyrinth der Mythen der Schlüssel zur Lösung des Rätsels. Das Land ist von Erdbeben verwüstet. In den Provinzen kommt es zu Hungersnot, Aufstände folgen. der herrschenden Priesterkaste entgleitet die Macht und der starke mykenische Nachbar im Norden wird zu Hilfe gerufen. Der König der Achäer entsendet einen Prinzen, der die Tochter des kretischen Königs heiratet. Der minoische Stiergott wird geopfert. Keine Gottheit sei er gewesen, sondern ein menschenfressendes Ungeheuer in seinem Labyrinth. So schildert ihn von nun an die Sage der Sieger.